Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen Super Mario Maker weiter und wir starten heute mit einem Level von Jet Pratt, der allerdings eingereicht wurde von Campus Death. Bowser's Flame Wheel Fortress. Ja, anscheinend ein ziemlich cooler Level. Sieht man zumindest anhand der Sternenbewertung. Und wir schauen uns das Ganze heute einfach mal an. Ein Flammenrad soll es also sein. Mal gucken, ob ich damit nicht nur ein Flammenrad, so wie es scheint. Okay. Mal gucken, ob ich damit zurechtkomme, wollte ich sagen. Uiuiuiuiuiui. Ah ja. Da gibt es so ein paar dieser Dinger. Die sind ja hübsch angeordnet. Muss man ja echt mal so sagen. Boah, geil. Ja. Mhm. Damit war jetzt sicherlich zu rechnen. Aber ich habe es nur bedingt kommen sehen. Oh, das ist ja... Ja, da muss man ja ganz genau arbeiten, damit man hier nicht geröstet und gegrillt wird. Das wäre zumindest besser. So, ab in die Tür. Ab in Sicherheit. Ab in Pause. Yay, und da bin ich wieder. Okay, ja, war ein bisschen unplanmäßig. Egal, so, darf... jetzt zu einem folgenden weitergehen. Okay, damit war nicht wirklich zu rechnen, dass das passiert. Interessant. Gut, in jedem Fall kein Larifari-Level, so wie ich gehofft hatte. Sondern stattdessen ein bisschen was, wo einem auch ein bisschen was abverlangt wird. Aber na gut, da muss ich dann jetzt zu einem folgenden einfach mal durch. Ist zumindest mal... Also muss man in jedem Fall sehen, es ist eine kreative Art, die... Ja, Flammensäulen einzusetzen. Das in jedem Fall. Hatte ich jetzt so in der Form offen gesagt, glaube ich, auch noch nirgendwo gesehen. Kann mich da aber auch ein bisschen täuschen. Ist es gut, hier lang zu gehen? Es ist zumindest nicht schrecklich verkehrt. Gut. So, den würde ich aber furchtbar gerne eine Weile behalten. Mal gucken, ob das gelingen wird. Was zum Teufel? Hä? Was spuckt denn da Feuer? Wen hat er denn da reingepackt? Ach, da ist ein Bowser Jr. in diesem Dings da. Das ist interessant. Hui, Checkpoint, cool. Da oben wäre rechts, wäre es weitergegangen, wenn ich den Propellerpilz gehabt hätte. Herrlich. Und das hier, meine lieben Damen und Herren, ist ein wundervoller Abschnitt und ein wundervoller Beweis dafür, dass es tatsächlich Menschen da draußen gibt, die Spaß daran haben, andere Leute zu quälen. Was zum Teufel? Es sieht imposant aus. Es sieht verdammt imposant aus. Aber es verursacht Kopfschmerzen. Und... Ah, so hat er es gemacht. Jetzt ist man eine Zeit lang vor dem Ding hergelaufen. Und jetzt in dem Folgenden muss man zusehen und gucken, dass man davor entkommt. Die Feuerbälle von Bowser Jr. machen es nicht einfacher. Im Gegenteil. Ups. Wäre mir fast lieber gewesen, wenn er sie gelassen hätte. Wow. Das ist so... gigantisch. Hilfe. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich bin viel zu weit oben. Ich sollte nicht so weit oben sein. Ach, ist doch scheiße. Wenn man es nicht weiß. Aber, naja, jetzt mal ernsthaft. Wo hätte ich hingemusst? Bin ich jetzt... eigentlich gar nicht sicher. Unten lang? Wirklich? Oder oben lang? Seltsam. Egal. Gut. Wir haben uns davor in Sicherheit bringen können und bekommen zum Glück noch ein kleines nettes Item hier spendiert. Danke für diesen Scroll-Abschnitt, der einigermaßen gut funktioniert hat. So, ich soll hier oben entlang, sagt mir der Pfeil. Soll ich das wirklich? Scheint fast so. Ich meine, sonst hätten sie mir das nicht gesagt. Aber warum? Wo doch eigentlich alles darauf hindeutet, dass dort auf der rechten Seite schon fertig ist. Wir gehen mal hier entlang. Und gucken, ob mir dieser Weg tatsächlich helfen wird. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Bekomme ich hier etwas super cooles spendiert? Ja, bekomme ich tatsächlich. Yay! So, und... Hätte ich ja nicht mal benötigt. Ja, so deutlich durchlaufen können. Na gut, egal. Schön, aber wir wären an Bowser nicht vorbeigekommen.
Mal davon abgesehen, dass er ein super großer Mega-Bowser war, da waren noch überall Steinblöcke im Weg. Und wenn er die nicht nebenbei noch kaputt gemacht hätte, naja, dann wäre das wohl nicht so gut gelaufen. Okay, das war ein sehr gefährlich aussehender Level, der trotzdem erstaunlich gut funktioniert hat, auch wenn ich bei der Einstelle nicht so wirklich gewusst habe, wo ich da hätte hinlaufen können oder so. Aber zum Glück gab es genug Items, sodass es jetzt nicht schrecklich ins Gewicht fiel. In jedem Fall eine sehr kreative Art, die Flammensäulen einzusetzen. Und vielleicht hat ja irgendeiner von euch Lust, sowas in der Art mal zu kopieren oder so. Aber dann vielleicht auf etwas andere Art und Weise. Man weiß es nicht. Egal, so, wir haben noch viel Zeit, also gucken wir uns jetzt noch irgendeinen anderen Level an. Der nächste Level kommt von ESL Philipp, mal wieder. Er nennt sich Hölle. Mal wieder? Nee, keine Ahnung. Also, so manch ein Level von euch könnte diese Bezeichnung mit Fug und Recht tragen und es wäre nichts Verkehrtes daran, aber nun gut. Wir schauen uns das Ganze mal an. In jedem Fall Super Mario Bros. 3, yay, das ist nicht gar so häufig gesehen, aber definitiv eine coole Abwechslung. Hoppsala. Hatte irgendwie gehofft... Oh, hab die Dinger da gar nicht gesehen. Hatte irgendwie gehofft... Müsste ich da jetzt irgendwas mitgenommen haben? Hatte gehofft, dass ich nicht sterben werde. Hatte gehofft, ich weiß nicht mehr, was ich gehofft habe. Hoppsala. Au. Warum? Ja. Loser! Und dann hätte ich sogar noch fast überlebt. Ich werde bekloppt. Ach, ich hätte schon so oft verdient gehabt, da jetzt in einem Level zu sterben. Egal. Gut, alles klar. Dann gucken wir uns das Ganze also nochmal an. Müsste das nicht eigentlich... Ja. Ich weiß gar nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob das okay ist. Ich weiß nicht, ob ich das so haben will. Ja, prinzipiell schon, aber irgendwie auch nicht. Ich brauche dann definitiv mehr Platz, wenn das so funktionieren soll. Ja, dann nehme ich einfach eine Bombe mit und spreng von oben den Weg auf. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ja, das kann man definitiv, hoppsala, so machen. Ja, toll. Okay. Ist nicht schlimm. Alles in Ordnung. Der Hering hat mal wieder die Situation vollends unter Kontrolle gebracht. So, hier warten wir jetzt eine halbe Stunde ab, ja? Bis die ganzen Gegner da vorbei sind. Also, nicht alle, aber ein paar. Duppi-duppi-dupp. Machen wir doch einfach mal so. Machen so. Und machen so. Und denken uns gerade die ganze Zeit, was zur Hölle tue ich hier? Hoppsala. Ich würde furchtbar gerne diese ollen Hammerkollegen da kaputt hauen. Aber ich weiß noch nicht so richtig. So richtig, richtig. Wie? Egal. Hallo Bowser. Du bist ein bisschen irritierend, aber du störst zum Glück kein bisschen, da du ja eingesperrt bist. Na gut. Ja. War zum Glück reich gesegnet an Power-Ups. Ansonsten hätte das Ganze sehr viel länger gedauert. Und ansonsten, ja, war halt irgendwie Lauf von links nach rechts und sei am Ziel. Level. Also so wie jeder andere Level auch. Na gut. Waren jetzt nicht die Hölle auf Erden zugegebenermaßen. Hätte auch noch ein bisschen blöder sein können oder so. Aber so, es war, ja. Naja, hast einen Stern bekommen. Gut, wir gucken uns den nächsten Level an. Der nächste Level kommt mal wieder von Kenshin und nennt sich Wendy's Castle Remix. Ist noch aus 2015 und da gehen wir einfach mal rein. Super Mario World. Wendy's Castle, Mensch, war das nicht eines meiner absoluten Lieblingsschlösser, wo ich immer und überall und überhaupt, ich bin sehr oft drauf gegangen hier. Ja, das... bin ich. Okay, ich war mir unschlüssig, wie lange der Wump tatsächlich dort bleiben würde. Offenkundig ein bisschen.
Er bleibt dort ein bisschen. Ich warte hier. Ich müsste eigentlich viel schneller sein. Ich krieg die Krise, weil ich glaube, ich habe das Timing verratzt. Nein, habe ich nicht. Wow. Okay. Was? Ja, bitte. Wow. Okay. War das in Wendy's Castle wirklich so? Kann ich mich null dran erinnern, offen gesagt. Aber na gut. Für den Moment erstmal alles okay. So, das hier war in Wendy's Castle wohl fast tatsächlich so. Aber Moment, in Wendy's Castle gab es doch noch mehr, ein paar mehr. Da gab es doch noch ein paar mehr Blöcke. Aufgrund der Schalterpaläste und so. Oder sehe ich das gerade verkehrt? Wahrscheinlich sehe ich es verkehrt. Au. Das hat ja sehr gut funktioniert. Checkpoint! Danke dafür! Und weiter geht's. Was? Okay. Also daran kann ich mich null erinnern. Offen gesagt. Aber es ist eine sehr interessante Mechanik. So eine wandelbare Treppe, die eben die ganze Zeit von oben nach unten fährt und einem auf diese Art und Weise das Leben schwer macht. Feuerblümchen! Yay! Und du bist nicht Wendy. Nein, nein, nein. Du bist eindeutig nicht Wendy, aber du hast ihren Raum geklaut. Ich weiß nicht, ob sie ihren Raum irgendwann mal wieder haben möchte. Solltest du dich irgendwie mal mit ihr drauf verständigen, ob du das Ganze hier überhaupt benutzen darfst oder eben nicht. Es bleibt zwar in der Familie, aber naja. Oh, oh. Wow. Okay. Was ich mir jetzt noch frage, ich muss doch bestimmt in eine Röhre rein, oder? Aha. Bitte lass mich nicht sterben. Oh, bitte. Oh, danke. Danke dafür. Dann hätte man den Kampf auch nicht mal gebraucht. Ja, klar, im Jahr 2015 gab es auch noch keine Schlüssel und so. Also von daher, eigentlich könntest du den Level jetzt mittlerweile diesbezüglich anpassen. Weil dann umgehst du halt die Tatsache, dass manche Spieler vielleicht sich gar nicht um Bowser Jr. kümmern und den Kampf einfach skippen. Aber naja. Weitestgehend, also ich habe viele Dinge wiedererkannt. Manche Dinge wirkten ein bisschen befremdlich, aber ich glaube, du hast Wendy's Castle schon weitestgehend so nachgebaut, wie man es nachbauen müsste. Deswegen war schön, war ein netter kleiner Retro-Ausflug und bekommst von mir mit Wonne und Hingabe einen Stern. Jo, läuft gut heute, erstaunlicherweise. Ist halt nicht immer ein Pilo-Level dabei, ne? Mal gucken, was jetzt als nächstes so kommen wird. Boohoo's Party House von SRT Chrissy. Und wenn ich mir den Weltrekord dieses Japaners so angucke und wenn ich mir die Weltkartenübersicht so angucke, dann glaube ich, dass man hier sehr, sehr, sehr viel skippen kann. Wir probieren es auch einfach mal, spaßeshalber. Aber ich glaube, dann spielen wir den Level nochmal normal. Obwohl? Ja, es funktioniert. Also, ja, Dup-di-dup. Dup-di-dup. Yay, Level geschafft. Okay. Gut. Also wie du siehst, es funktioniert so. Wäre schöner gewesen, wenn der Japaner den Weltrekord jetzt nicht aufgestellt hätte, ne? Dann hätte ich zum einen jetzt den Weltrekord und zum anderen, naja, gut, dann hätte ich es halt selber rausgefunden. Wir gehen da jetzt rein, in das Haus. Boohoo's Partyhaus. Ah, deswegen Party. Hm, ja, ja. Disco. Yay. Disco Cooper for the win. Oh, wir lieben diese Mucke über alles. Was? Wow. Okay, das fand ich jetzt nicht mal so eindeutig, wie man da springen musste. War ein bisschen gut Glück, dass das jetzt so wunderprächtig geklappt hat. Aber naja. So, was haben wir hier? Irgendwas. Ich soll hier nach oben. Ah. Ja, das funktioniert. Auf wunderprächtige Art und Weise. Warum soll ich hier nach oben? Ich soll hier nicht links nach oben,
Ich soll hier nach oben. Das ergibt Sinn. So. Warten. Warten. Wo ist die Disco-Mucke? Die ist mittlerweile abgerauft, so wie es scheint. Oh, oh, oh. Aber Boohoos sind zumindest noch unterwegs. Die feiern eine lauschige Party. Eher so ein bisschen bedächtig. Muss ja auch nicht immer hier einen auf Rambazamba machen. Denke ich mir ja auch manchmal so. So, bisschen ducken, bisschen den Hintern verbrennen. Kann man das anders schaffen? Vielleicht, wenn das Timing irgendwie besser ist. Hm. Ansonsten eine nette kleine Fahrt auf dieser netten kleinen Plattform. Und man fühlt sich nur so ein bisschen bedroht. Nur ein ganz kleines bisschen. Dü-dü-dü-dü-dü. Ich guck den Boohoo an, weil das der Boohoo kann. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü. Oh, oh, das wird mir wieder den Hintern verbrennen. Ich wusste das. So. Und Tür. Und Feuerblume. Und Hilfe. Aha. So. Die sehr interessante Frage, die ich mir gerade stelle. Ist das gut, wenn ich dort unten lang gehe? Oder müsste ich nicht eher... Müsste ich nicht eher woanders lang? Hm. Tja, hier sind halt jede Menge Koopas. Weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Hopp, hopp, hopp. Und blups. Und das war irgendwie doof. Liebe Boohoos, kommt doch bitte nochmal hierher. Das wird furchtbar lieb und nett. Dankeschön. So. Wofür sind jetzt die Koopas da? Ach so, dafür. Hoffe ich, denke ich. Oh, bitte. Ja. So in der Art habe ich mir das vorgestellt. Ach, da hat wieder jemand sehr gerne und eifrig die Soundeffekte benutzt. Aha. Okay. Nächste Clowns-Kutschenkampf. Der sich verhältnismäßig schnell beenden lässt. Auf diese Art und Weise. So. Wir besiegen alle Boohoos dieser Welt. Zumindest, wenn sie uns lassen. So. Und dann hauen wir hier vermutlich ab. Könnte dies der Wahrheit entsprechen? Es kann fast sein. Oh, wir hauen das ganze Haus kaputt. Wir reißen es in seinen Grundfesten ein. Und das funktioniert gar wunderprächtig. Jo, kann man so stehen lassen. Nettes kleines Geisterhaus. Ein, zwei Sprungpassagen sogar fast zu knifflig für meinen Geschmack. Hätte man durchaus ein bisschen vereinfachter machen können. Aber na gut. Ja. Dass jetzt zum Schluss hier draußen die Disco-Kugel erklingt. Hm. Man darf geteilter Meinung drüber sein, ob das jetzt tatsächlich so ein Partyhaus war oder ist oder wie auch immer. Aber, na gut. In jedem Fall, es war ein Geisterhaus. Punkt. Das Ziel hast du in jedem Falle also erfüllt, würde ich mal sagen. So. Tja. Jetzt die Frage. Jetzt ist die Frage. Ich glaube, jetzt sind nur noch irgendwelche... Tja, irgendwelche Level dabei, die alles Mögliche beinhalten könnten. Na gut, wir probieren es einfach mal mit einem Level aus. Bis gleich. Jo, das sieht mir doch mal wie ein schnuckliger Level aus. Easy's Mega Man Party Mix. 2 von 5 Sternen soll wahrscheinlich die Schwierigkeit angeben, nehme ich mal stark an. Das Ganze vom User GTRP Easy. Und wir starten den Level und gucken einfach mal rein, was uns hier erwarten mag. Irgendetwas mit Mega Man, was ich schon mal cool finde, weil ich mag Mega Man. So, Mega Man kann auch Ranken emporklettern, Mega Man kann auch Leben einsammeln übrigens. Und das hier ist nun was? Man weiß es nicht. Es ist ein Abschnitt, durch den man einfach durchrennen kann. Flup! Flup! Flup!
Und flop. Okay, hat funktioniert bis hierhin. Dab, 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 dab. Hilfe. Flammen sollen der Verdammnis. Ja, nein, vielleicht Checkpoint. Noch ein Megaman-Pilz, der sicherlich für den ein oder anderen da draußen von Bedeutung gewesen wäre. Aber so wie es aussieht, komme ich zumindest bislang auch ohne weitere Pilze ganz gut hier durch. Mit extra Leben hast du es echt gut gemeint, ne? Also, in der 100 Mario-Herausforderung bekommt man ja auch nur maximal 3 noch dazu. Also von daher... Oh, jetzt aber zum Schluss, da hast du nochmal die Gegner rausgepackt. Aha. Warum die da alle in der Kiste drin sein mussten, das weiß niemand so genau. Hier muss man in jedem Fall einfach so durchrennen. Einfach so durchrennen, hat wunderbar geklappt. Cool. Boink! Okay. Und bitte wieder in meinem Megaman-Anzug. Und bitte... Oh. Ich hätte ja gedacht, dass denn jetzt bald Schluss ist. Zweiter Checkpoint. Aha. Hier kann ich irgendwas resetten. Sofern das tatsächlich so gemeint war. Jetzt gehen wir hier oben lang, ja? Wo ich eben gerade schon entlang gedackelt bin. Na gut. Nehmen wir mal so hin. Oh. Den Raum kommt man auch noch rein. Hätte ich ja nicht gedacht. Ich dachte, sie wären nur zur Zierde. So, an den euren Geistern rennen wir mal spaßeshalber vorbei. Also du hast echt ein Talent dafür, alles sehr gefährlich aussehen zu lassen. Aber in den meisten Fällen wird man von den Gegnern ja gar nicht richtig getroffen. Deswegen ist es gar nicht mal so gefährlich. Und auch hier darf natürlich die Disco-Kugel nicht fehlen. Yay! Eine weitere Mission beendet. Mega Man, komm nur nach Hause. Und erstatte Dr. Lights Bericht. Es wäre irgendwie furchtbar, furchtbar nett. Okay, war ein schöner Level. Relativ komplex aufgebaut, so wie ich das empfunden habe. Wie gesagt, viel drumherum. Erstaunlich, aber naja doch, es gab einige Stellen, wo man hätte draufgehen können und so. Also so schrecklich easy fand ich das jetzt nicht mal. Als unbedarfter Spieler, da kann man durchaus in die eine oder andere Falle hineinrennen. Aber naja, ging ja zumindest bei mir nochmal relativ glimpflich aus. Okay, schön. Ja, ich würde jetzt einfach mal so sagen, dass wir den heutigen Part für den Moment beenden. Waren einige Level, die ich geschafft habe? 4 oder waren es jetzt sogar 5? Ich weiß nicht genau. Es waren einige, in jedem Fall. Und ich habe jetzt in meiner aktuellen Liste noch 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Levelcodes habe ich noch. Also, ja, mindestens noch genug Material für 2 Parts, wenn nicht gar eher für 3 oder 4 Parts. Ja, damit ihr so ungefähr eine Übersicht habt, ne, so wie es aussieht. Wenn ihr noch irgendwas habt, was ich unbedingt spielen soll, dann könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Ich setze es auf die Liste, wird dann irgendwann drankommen. Deswegen wäre es gut, wenn ihr den Level nicht unbedingt vorzeitig löscht. Für den Moment soll es dann aber erstmal wieder gewesen sein mit Super Mario Maker. Und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.